Herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz am Osterwochenende. Am Sonntag geht es um 15.30 Uhr in Gladbach gegen Borussia Mönchengladbach. Begrüße auf dem Podium den Trainer und darf euch um eure Fragen rund um dieses Spiel bitten. Die Mikros habt ihr bei euch ja liegen und es startet Daniel Mau von den Wolfsburger Nachrichten. Ist an, ja, okay, wunderbar. Ganz klassisch würde ich anfangen mit dem Personal. Wie schaut es aus? Wer steht zur Verfügung und vielleicht fangen Sie erstmal an und dann habe ich noch eine Nachfrage. Genau. Hallo erst einmal alle zusammen. Es ist so, dass die zwei gelb gesperrten waren auch mit dabei. Kilian, der jetzt eine Zeit lang nicht dabei war nach der U21, war heute das erste Mal wieder im Training. Sieht ganz ordentlich aus. Jetzt müssen wir noch morgen abwarten, ob es dort eine Reaktion gibt, beziehungsweise ob er das morgige Training durchhält. Dann, wenn ja, dann wäre er fürs Wochenende natürlich eine Alternative für den Kader. Bartol, Lukas Metscher waren nicht im Training. Ansonsten, ja, das war es. Niklas, unser Torhüter, war auch nicht mit dabei. Und der Rest ist wohlauf und gesund. Ja, weil Sie ihn gerade ansprechen, bei Lukas ist klar, dass das jetzt irgendwie noch eine längere Zeit dauern kann. Aber können Sie ungefähr abschätzen, wann man mit ihm wieder planen könnte? Ist das eine Sache, wo man sagt, okay, wir warten jetzt wirklich erstmal ab, lassen ihn in Ruhe? Oder wie geht man damit um? Ja, das ist der Werdegang im Moment. Wir wollen ihn in Ruhe dort schmerzfrei bekommen. Er ist jetzt in der Reha, macht dort kleine Fortschritte, aber die Fortschritte müssen wir von Woche zu Woche neu bewerten. Aber ich glaube nicht, dass er jetzt in der näheren Zukunft hier bei uns wieder im Mannschaftstraining sein wird. Wir müssen mal schauen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es wahrscheinlich erst zur neuen Saison was wird. Engelbert Hensel von der WAZ. Hallo auch von mir. Herr Kovac, Sie erleben ihn tagtäglich. Wie geht er damit um? Es ist ja in Anführungszeichen wirklich eine Frustsaison, wenn man das mal so ein bisschen zurückschaut mit der verpassten WM. Und auch davor gab es ja immer mal ein paar Wehwehchen. Entscheidend ist ja bei so einem Spieler immer der Kopf. Wie erleben Sie ihn da? Ja, wir haben zwei solche Spieler. Es ist einmal der Lukas, aber auch der Bartol ist in einer ähnlichen Situation auch immer mal wieder krank, verletzt. Und beim Lukas speziell ist keine einfache Situation, zumal richtigerweise die WM hat er dadurch verpasst, kann jetzt nicht eingreifen im Finish der Meisterschaft, wäre gerne mit dabei. Das ist schon, ja, er versucht immer mal wieder zu lachen, aber im Moment fällt ihm das ein bisschen schwer, zumal er ja nicht ganz genau weiß, wann es jetzt genau besser wird. Aber wir arbeiten fleißig dran, er arbeitet sehr fleißig. Das ist ganz wichtig, dass er jetzt nicht irgendwo sagt, na, ich habe überhaupt keine Lust zu Reha, sondern er ist der Musterprofi hier, macht er das richtig klasse und wir hoffen, dass er so schnell wie möglich zurück auf den Platz kommt, denn das ist das, was einen Spieler freut, was ihn ja sein Leben erfüllt. Aber manchmal muss man ein bisschen warten, dass man gesund ist, um dann wieder Leistung bringen zu können. Ganz kurz noch eine Nachfrage. Es hieß ja immer keine OP vonnöten. Ist das nach wie vor der Stand? Ja, das ist absolut der Stand. Michael Richter vom Kicker. Nico, ihr habt jetzt, glaube ich, 5 von 7 Auswärtsspielen gewonnen. Zu Hause ist die jüngste Bilanz zumindest durchaus durchwachsener. Schlechter. Habt ihr das mal analysiert oder kann man das überhaupt irgendwie begründen, weshalb es euch ja ganz anscheinend auswärts im Moment leichter fällt, das Ding auf eure Seite zu ziehen? Ja, also man muss sich natürlich auch die Gegner anschauen. Wir haben jetzt zu Hause bei München, Leipzig gehabt, Union, Frankfurt. Das sind 4 Mannschaften, die über uns stehen. Letztes Wochenende war es Augsburg. Also das muss man auch in Relation setzen zum Gegner. Natürlich machen wir uns darüber Gedanken. Das Problem, was wir, ja eines, was wir festgestellt haben, ist schon, dass wir sehr viel anfälliger sind gegen Tore. Wir haben es geschafft in den letzten Auswärtsspielen, wenn ich jetzt dort mal die Rückserie nehme, dann glaube ich, haben wir in den 5 Auswärtsspiele jetzt nicht festnageln, da haben wir glaube ich nur 2 Gegentreffer kassiert und das waren Bremen. Wir haben in Berlin gewonnen, wir haben in Köln gewonnen, wir haben in Stuttgart gewonnen.
Nicht, dass ich noch was vergessen habe. Und Schalke war unentschieden, 0-0. Das heißt also, das ist das, was uns zu Hause im Moment abgeht. Wir kreieren viele Chancen, aber wir kriegen einfach zu viel leichte Gegentreffer. Wir haben jetzt im letzten Spiel 2 bekommen, gegen Bayern 4, gegen Leipzig 3, gegen Frankfurt waren es dann auch, war es 1-1 oder 2-2? 2-2, genau. Also genau. So, das ist im Moment der springende Punkt, dass wir zu Hause es nicht schaffen, die Null hinten zu betonieren, weil wir haben immer wieder die Möglichkeiten und haben die Qualitäten, in der Liga auch Tore zu erzielen. Daran müssen wir arbeiten und wir hoffen natürlich jetzt in Gladbach, dass wir es wieder schaffen, dort kompakt zu stehen, gut zu stehen und dann die Fähigkeiten, die wir nach vorne haben, dann auch zu zeigen. Nachfrage? Wenn du von der Kompaktheit sprichst, warum fehlt die hier zu Hause? Ist man da doch ein bisschen offensiver ausgerichtet, vielleicht dann auch ein bisschen sorgloser, was den Rückwärtsgang angeht, oder woran liegt sowas? Ich glaube, es liegt schon auch daran, dass man zu Hause spielt und man möchte seinen Fans auch das Nötige zeigen, man möchte die Spiele gewinnen und eigentlich muss man ja schon zusehen, dass man die Heimspiele so gut wie möglich spielt, um dann die Ziele in der Saison zu erreichen. Also wenn man die Heimspiele, das sieht man sicherlich bei allen Top-Mannschaften, die oben sind, wenn man die Heimspiele gewinnt, dann hat man schon von Hause aus eine sehr gute Ausgangssituation, um dort in dieser Saison etwas zu erreichen. Wir sind im Moment das Gegenteil. Wir machen es auswärts sehr gut, zu Hause weniger. Aber da müssen wir einfach zusehen, dass wir die Heimspiele versuchen zu gewinnen. Ja, gerade mit dem Publikum im Rücken muss das klappen. Und da muss man eben auch die nötigen Gänge nach hinten machen. Denn wenn wir es schaffen, zu Null zu spielen, dann haben wir diese Saison nur 2 Unentschieden. 2-mal gegen Schalke, 0-0. Ansonsten haben wir die Spiele alle gewonnen. Ich glaube, es waren 10 Spiele. Bin mir nicht sicher. Ja, 8. 8-mal gewonnen und 2-mal unentschieden. Das heißt, wenn immer wir zu Null spielen, das sind dann nach Adam Riese 26 Punkte von 30 möglichen. Und jetzt haben wir 26 und insgesamt haben wir 39. 39 von den, nee, Quatsch. Was haben wir? 13. 13 von den anderen 16 Spielen. 13 Punkte aus 16 Spielen. Das ist nicht folgen können. Also nochmal, 10 Spiele zu 0, davon haben wir 26 Punkte geholt. Es bleiben 16 Spiele übrig, weil wir haben ja 26. Spieltag. Und in diesen 16 Spielen, wo wir nicht zu 0 gespielt haben, haben wir nur 13 Punkte geholt. Also das ist der springende Punkt. Ah, ich bin ein bisschen schneller, weil ich das schon x-mal durch den Kopf habe mir gehen lassen. So, Daniel, jetzt wiederhol bitte nochmal. Zusammenfassung bitte. Alle Klarheiten beseitigt. Dann gebe ich weiter an Christopher Klein vom NDR. Herr Kovac, das Saisonziel, das haben Sie in der letzten Woche immer gesagt, ist jetzt mindestens Platz 7 zu erreichen. Haben Sie eigentlich beim Verfolgen des DFB-Pokals mal gedacht, Mist, vielleicht reicht das gar nicht? Ja, das kann immer passieren. Also im Moment ist es so, dass der VfB Stuttgart die Mannschaft ist, die das irgendwo versalzen könnte. Aber schauen wir mal, wie die Auslosung ist. Ich weiß es nicht. Aber es sind sicherlich mit Freiburg, Frankfurt, aber auch mit Leipzig 3 Top-Mannschaften drin, die jetzt, auch Stuttgart glaubt dran. Ja. Jetzt sind die ganz großen Favoriten draußen und jetzt möchte jeder Pokalsieger werden. Also es kann passieren. Dann ist es so gelaufen, nur wir müssen erstmal Siebter werden, weil jetzt sind wir Neunter und wir müssen die 2 Plätze jetzt erst versuchen, wieder gut zu machen. Herr Kovac, jetzt haben Sie gerade skizziert und so ein bisschen aufgezeigt, was zu Hause vielleicht nicht so funktioniert. Kompaktheit haben Sie genannt. Und können Sie andersrum auch sagen, warum ist die Mannschaft dann auswärts so viel besser? Ja, weil man vielleicht auch sagt, okay, wenn ich auswärts antrete, muss ich von Hause aus ein bisschen vorsichtiger agieren, weil wir spielen auswärts nicht nur gegen 11 Spieler, sondern auch noch gegen das ganze Stadion. Da macht man vielleicht den einen oder anderen Weg eher in die andere Richtung, wobei ich sagen muss, wir haben jetzt im letzten Spiel gegen Augsburg ja 1,5 Schüsse zugelassen und unterm Strich 2 Tore kassiert. Also daran lag es jetzt nicht nur, was zu Hause im Moment nicht so funktioniert. Die Vielzahl an Torschancen, die wir haben,
die gehen einfach nicht rein. Wir lassen zu viele Großchancen liegen, die uns dann am Ende dann auch fehlen. Ja, wir haben da bis auf Leipzig, auch gegen München, auch gegen Frankfurt, gegen Union, aber auch jetzt gegen Augsburg zu viele Chancen liegen lassen, die dann fehlen, um 3 Punkte zu holen. Es sind ja jetzt noch 8 Spiele bis zum Saisonende. Die letzten 8 Hinrundenspiele, die liefen überragend mit 20 Punkten. Da war, glaube ich, keine andere Mannschaft so erfolgreich wie der VfL. Mal positiv formuliert, was lässt Sie dann glauben, dass es jetzt sozusagen den Schlussspurt Reloaded gibt? Ja, ich würde es mir wünschen. Also wenn man das kopieren könnte, dann nehmen wir das. Ich habe es ja vor 2, 3 Wochen schon gesagt. Jetzt geht es in die Schlussphase. Jetzt wird es Ergebnisse geben, die ja, Überraschungen zum Teil auch sind. Das hat man ja schon auch in den letzten 2 Spieltagen gesehen. Es wird nicht leichter, es wird nicht einfacher, aber wir haben jetzt die Möglichkeit gegen Gladbach, die ja schon auch irgendwo noch in unserem Bereich sind, endgültig, sage ich mal, zu sagen, okay, wenn wir das Spiel gewinnen, dann dürften wir den 9. Platz sicher haben und können dann uns dann weiter nach vorne orientieren. Sollte das jetzt nicht klappen, sind die Gladbacher auch dann wieder in der Verlosung. Wir sind positiver Dinge, zumal wir schon trotz der Ergebnisse, die wir jetzt zu Hause erzielt haben, viele Fortschritte auch gesehen haben. Also es ist ja nicht so, dass wir im Vergleich zum Anfang der Saison jetzt genauso schlecht unterwegs sind. Im Gegenteil, wir sind da, wir kreieren die Chancen, wir sind dort, wir haben sie, nur wir müssen dann eben die Kaltschnäuzigkeit bzw. die Qualität an den Tag legen, diese Spiele dann auch zu entscheiden. Und deswegen bin ich da positiver Dinge. Und wir haben jetzt 5 Spiele in Folge nicht verloren, beziehungsweise 2 Siege, 3 Unentschieden. Und das kann am Wochenende ruhig so weitergehen. Herr Kovac, ich würde gerne nochmal zum Personal kommen. Sie haben ja nicht nur hinten rechts sozusagen möglicherweise jemand zu ersetzen, wenn es für Kili Fischer nicht reicht, für einen etatmäßigen Rechtsverteidiger. Da hatten Sie Kosa schon angesprochen letztes Wochenende, aber es fehlt ja auch, finde ich, auch Barco und Wimmer. Also Sie werden ja auch auf dem Flügel irgendwas verändern müssen. Wen sehen Sie da in der Verlosung? Ja, es sind einige Gedankenspiele, die wir haben. Wir versuchen schon auch zu gucken, dass wir eine gute Balance haben in der Mannschaft. Sollte der Kilian jetzt nicht spielen können, dann müssen wir uns was einfallen lassen, was für dieses Spiel eben passt. Wir haben da schon 1, 2 Überlegungen, die wir schon angestellt haben. Das werden wir aber dann noch mit dem morgigen Training dann endgültig finalisieren. Vorne rechts, glaube ich, haben wir schon mehr Alternativen, zumal der Kevin, wenn immer er reinkommt, richtig viel Betrieb macht, er immer ein Gamechanger ist, er immer ein Spieler ist, der dort Impact hat. Er hat sich richtig gut entwickelt. Am Anfang der Saison haben wir uns die Frage gestellt, geben wir ihm Minuten, indem wir ihn verleihen. Aber er war so gut in der Vorbereitung, haben wir gesagt, nein, er bleibt jetzt hier und wird sich mal durchbeißen und das macht er richtig klasse. Das ist eine Alternative. Wir haben dort, Kuba ist klar, wir hätten eventuell auch Omar, der aus der Mitte dann nach außen rücken könnte. Wir haben Luca Waldschmidt, der jetzt am letzten Wochenende getroffen hat. Also es ist so, dass wir vorne sehr viel mehr Alternativen haben als hinten. Aber wir lassen uns mal überraschen, wie das morgige Training dann mit Kilian ausschaut, um dann die Entscheidung fürs Wochenende zu treffen. Nochmal eine Nachfrage zur Personalie. Maximilian Arnold stand ja so ein bisschen im Blickpunkt am Wochenende. Ich weiß nicht, ob Sie es gelesen haben, wie er seinen Samstagabend in Anführungszeichen hat ausklingen lassen, halb augenzwinkernd gemeint. Wie haben Sie ihn die Woche erlebt? Haben Sie das Gefühl gehabt, das beschäftigt ihn noch, was ihm da widerfahren ist gegen Augsburg? Ja, er war schon, am nächsten Tag war er schon enttäuscht. Nur man muss ja auch zugute halten, dass er auch noch ein Tor aufgelegt hat. Also es war ja schon einiges mit dabei. Ist ja nicht so, dass er jetzt das Eigentor fabriziert hat und den Elfmeter verschossen hat. Das passiert, das gibt es im Fußball, das gibt es im Leben, im normalen Leben auch, dass man mal mit dem falschen Fuß aufsteht und das war so ein Spiel. Aber ich glaube, allein mit der Tatsache, dass ich ihn habe durchspielen lassen, zeigt es ja letzten Endes, wie wichtig er für mich, für uns ist. Und da muss man einfach mal durch, Augen zu und durch, das passiert. Und jetzt fürs nächste Wochenende, beziehungsweise fürs morgige, für den Sonntag, wird er wieder der Alte sein und uns versuchen, zum Sieg zu bringen, ganz klar. Eine kurze Nachfrage dazu. Er hat gesagt, naja, vielleicht schieße ich vorerst keine Elfmeter mehr. Wer schießt denn jetzt oder schießt er trotzdem weiterhin Elfmeter? Nein, also wenn ein Spieler sich nicht fühlt, beziehungsweise wenn er nicht der Meinung ist,
er ist sicher, dann bringt es ja nichts. Also der Max hat einen richtig guten und scharfen Schuss. Also es ist schon schwierig, wenn der Ball aufs Tor kommt, dass man diese Bälle dann auch von ihm hält. Aber wenn er sich nicht gut fühlt, dann müssen wir eine andere Lösung finden. Und da gibt es sicherlich ein, zwei Spieler, die eine Option sind. Das werden wir morgen in aller Ruhe bzw. am Sonntag dann dementsprechend auch bekannt geben. Aber vielleicht sage ich auch, okay, wer sich fühlt, soll schießen. Kann ja auch mal sein. Vielleicht nochmal kurz zurück zu den Gladbachern. Die sind schon ein bisschen hinten dran, was die Europapokalplätze angeht. Überrascht Sie das? Schätzen Sie die eigentlich ein bisschen stärker ein? Na, grundsätzlich glaube ich und bin davon überzeugt, dass Gladbach eine richtig gute Mannschaft hat, einen sehr guten Trainer, der sehr viel Auslandserfahrung auch mitbringt. Aber es ist ja so, es gibt ja auch noch die anderen Mannschaften, die sich auch Woche für Woche steigern, beziehungsweise auch um vieles kämpfen. Und man kann jetzt nicht sagen, weil Gladbach einen wirklich sehr guten Kader hat, dass das immer ein Selbstläufer ist. Es gibt gewisse Situationen in der Saison, die sind dann mal auf deiner Seite, mal auf der anderen Seite. Und ja, die Vergangenheit war sicherlich sehr gut. Es ist nicht immer ganz leicht, 10 Jahre lang am Stück erfolgreich zu sein, weil die anderen sich ja dann auch steigern. Aber ich bleibe trotzdem dabei, es ist eine wirklich gute, spielstarke Mannschaft, die eigentlich hätte auch viel mehr Punkte haben müssen, als sie im Moment hat. Deswegen lasse ich mich von Tabellenplatz bzw. von der aktuellen Form nicht täuschen. Ich weiß, wie schwierig das ist, in Gladbach zu spielen. Deswegen voller Fokus auf das Spiel und wir müssen uns dort wieder ganz klar strecken, um dort was mitzunehmen. In Gladbach ist ein ganz gutes Stichwort. Das heißt ja immer, beim ersten Mal tut es weh. Und ich glaube, bei dir war das so, beim ersten Mal als Trainer vor fast genau 7 Jahren in Mönchengladbach mit Frankfurt. Stimmt. Hast du dich schon bei diesem Gedanken mal erwischt, als es jetzt wieder auf Gladbach ging? Du warst ja ein paar Mal inzwischen da. Und gibt es noch besondere Erinnerungen an damals, an dieses 0:3? Ja, es war natürlich keine einfache Situation, zumal das mein erstes Spiel war. Mit der Eintracht dann dort verloren und wir waren chancenlos. Nur ich habe an Gladbach auch sehr viel positive Erinnerungen. Also ich habe letztens erfahren, dass ich die meisten Tore gegen Gladbach geschossen habe in meiner Laufbahn. Wir haben dort damals das Pokal-Halbfinale gegen Gladbach im Elfmeterschießen gewonnen. Also ein tolles Stadion, tolle Fans, tolle Atmosphäre. Ich glaube, wir werden auch das eine oder andere an guter Stimmung haben aus unserer Ecke. Ich bin positiver Dinge, dass wir dort was holen können. Das, was vor 7 Jahren war, daran habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht dran gedacht. Um das zu ergänzen, ungefähr 500, 600 Zuschauer oder Fans werden aus Wolfsburg mitreisen. Am Ostersonntag ist nicht schlecht. Gut, denjenigen, die wir am Sonntag dann nicht sehen, wünschen wir an dieser Stelle schon ein schönes Osterfest. Auf alle anderen freuen wir uns dann am Sonntag in Gladbach. Dankeschön. Genau, frohe Ostern euch.